Unerwarteter Besuch im Passauer Dom. Plötzlich sitzt Arnold Schwarzenegger an der Orgel. Der Actionheld wollte in der barocken Bischofskirche schon immer mal die Orgel hören und stattet im Passauer Dom am Mittwoch mit ein paar Freunden einen Überraschungsbesuch ab. Nach dem Orgelkonzert darf er dann selber etwas musizieren. Nach einer kurzen Erklärung von Domorganist Ludwig Rucktäschl legt er los und freut sich dabei wie ein kleiner Schuljunge. Und es ist also ein Platz, wo Leute von der ganzen Welt herkommen und die Orgelmusik sich anhören. Und heute haben wir das Glück, dass wir ein Konzert hier haben, ein Orgelkonzert. So, das ist wirklich was Schönes. Meine amerikanischen Freunde und deutschen Freunde sind auch hier dabei. Die können sich das auch anhören. Also es ist wirklich ideal. Arni hat Spaß gemacht, auch an der Orgel. Diesen Kirchenbesuch wird er bestimmt nicht so schnell vergessen. Der Schauspieler ist zuvor in Österreich unterwegs. Er kommt zur Eröffnung des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums des Mühlviertler Unternehmens Kreisel Electric. Die Firma rüstete Arnold Schwarzeneggers Hammer in ein Elektroauto um.